Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Mega Man 2. Mal schauen, wie das so ist. Ja, Mega Man 1 habe ich ja schon hinter mir, war richtig übel schwer, könnt ihr euch gerne reinziehen. Und wie gesagt, jetzt Mega Man 2, die Fortsetzung. Wir schauen uns das Cover an, das Cover ist nicht besser geworden. Das Cover von Mega Man 1 war ja schon richtig übel. Aber das von Mega Man 2 steht denen um nichts nach. Ich meine, der sieht ja überhaupt nicht aus wie Mega Man, der ist ja nicht mal blau. Leute, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Auf jeden Fall State of the Art High Resolution Grafik. Das erwartet hier uns, sagt das Cover. Gut, wir haben hier zwei Schwierigkeitsgrade zum Auswählen. Super schwer und noch super schwerer. Nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Vielleicht der erste Teil ist ja richtig grottig schwer. Ich habe so das Gefühl, der zweite Teil steht ihm auch nicht so viel nach. Aber ich habe den zweiten Teil noch relativ wenig gespielt. Ich nehme hier mal normal. Ich habe den zweiten Teil ganz selten mal angezockt. Ich habe ja diese Collector's Edition für den 3DS. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Wir nehmen da Airman, Quickman, Woodman. Keine Ahnung, mit was ich am besten anfange. Ich versuche es mal mit Airman. Machen wir mal Airman platt. Einfach mal so. Ganz auf die Schnelle. Ja, jedes NES-Game mindestens 10 Minuten. Das ist das Format. Wenn ich Bock habe, auch gerne mal länger. Und schauen wir mal. Oft ist es länger. Mega Man 1 war auch deutlich länger als 10 Minuten. Einfach weil es ein gutes Game ist, auch wenn es schwer ist. Okay, und und da kommen jetzt so Hörner raus. Und die sind wahrscheinlich tödlich. Okay. Ich warte mal, bis die Hörner weg sind. Und renne in den Gegner rein. Juhu. Und die spawnen hier in die Unendlichkeit anscheinend. Super. Könnt ihr ein bisschen da. So. Okay, ich wollte eigentlich auf die Plattform hüpfen. Ja, es hat wohl nicht so geklappt. Ich spiele auf normal, Leute. Ich sage nur, ich spiele auf normal. So. Hätte vielleicht doch mit einem anderen Level anfangen sollen. Egal. Ich kann die alle nicht. So, mal auf die erste Plattform geschafft. Juhu. Warum schaut das eigentlich alles hier so nach Drogen aus? Okay, da geht's rüber. Aha, ich kann auch hinter die Wolken gehen. Das ist natürlich irgendwie ganz nett. Aber macht das Ganze natürlich auch nicht leichter. Ah, Mist. Geh weg. Okay. Das killt mich hier alles instant. Weg. Und die Mechanik nervt. Ah, okay, das hat mich jetzt voll aufgehalten. Diese Energie, Mist hier. Nee, ich nehme Schaden, es gibt einen Schlag und ich fliege runter. Okay. Ich probiere vielleicht mal ein anderes Level. Ich resette das Ganze. Ich probiere mal ein anderes Level. Also, dass das zweite Teil auch hart wird, habe ich mir schon gedacht, aber das ist ja schon ziemlich heftig. Gehen wir mal Bubble Man. So, brezeln wir mal Bubble Man weg. Oder lassen wir uns von ihm wegbrezeln, besser gesagt. Ah, ein Hintergrund für Epilepsie, Freunde. Juhu. Oh, okay, der Frosch ist irgendwie. Ist der unbesiegbar, oder was? Kann sich Mini-Frosch nicht einfach ein bisschen. Okay, der verduftet sich einfach nicht. Ah. Hier kann der nicht einfach sterben wie jeder andere auch. So. So, kommt da gleich ein. Ganz. Ja, die Frösche kann ich auch abschießen, die kleinen, okay. Ah! Muss ich instant weggebrezelt hier. Woher soll ich denn wissen, dass das runterfällt? Oh Mann, das kann man beim ersten Mal nicht schaffen. Es lernt einen nicht, dass man da runterfallen kann. Was ist denn das für ein Game Design? Muss man doch den Spieler lernen, dass man da runterfallen kann. Wer soll ich denn das wissen?
Kann ich nicht einfach meine Mama fragen, oder? Oh Mann. Ja, die schlechten Scherze, die gehen einfach nie aus. Kennt ihr das? Ah. Komm, hopp, Froschi, Froschi. Der Frosch droppt mehr Energie, als er groß ist. Okay. Ich hab gedrückt, obwohl ich den guten Controller habe, Leute. Ich hab gedrückt, ich verspreche es euch. Was soll der Mist? Stirb, stirb. Come on. Ja, irgendwie sterbe ich die ganze Zeit nicht an der Energiebilanz, sondern den harten Sprung. Pass auf. Ich drück doch, Mann. Ich muss noch viel früher drücken zum Springen. Okay. Game over. Juhu. Vielleicht eine andere Stage ausprobieren? Ich habe so das Gefühl, die sind alle nicht leichter. Gehen wir mal Metal Man. Fett Metal hat er. So, Metal Man. Metal Man wird ordentlich platt gemacht. Immer große Ankündigungen. Nichts dahinter. Rein gar nichts. Ich möchte darauf hüpfen. Okay, was ist da? Aha. Ah, okay. Das ist irgendwie richtig übel. Komm, zieh dich rauf, dann du Mist. Ah! Ich bin doch aber eh. Was? Ich hab schon fast keine Energie mehr hier. Aha, da kommt. Schraube spawnt direkt in mir. Juhu. Aber da kriege ich weniger, wieder Energie zum Aufsammeln. Okay, das ist gut. Ah! Man sieht das ja nicht, wo der Mist rauskommt hier. Oder? Ja, ganz leicht sieht man es. Ah, irgendwie deppert. Ah, da kommt auch was raus. Das nervt ein bisschen, ja. So weiter, so geht's schneller. Uah. Ah ja, wieso? Es geht in die andere Richtung. Ach, nicht gesehen. Hm, von vorne wieder. Wie könnte es auch anders sein? Wieder von vorne. Ganze Mystik. Ja, also Mega Man 2 steht, ich weiß nicht, Mega Man 1 war leichter, aber Mega Man 1 habe ich auch öfters gespielt. Von Mega Man 2 habe ich echt so null Ahnung. Ich kann mich da eigentlich da von dem da ruhig ein bisschen Schaden holen. Ist nicht so schlimm, weil ich krieg dann nachher eh wieder Energie dazu. Ich einfach oben drüber, nein, oben drüber geht nicht. War das nur vor ein Glück, dass ich so viel Energie dazu bekommen habe? Ein extra Leben. Was gibt's denn da noch alles zum Holen? Droppt doch mal Energie hier. Droppt einfach keine Energie mehr. Doch. Geht doch. So. Was da ist? Wahnsinn. Aber ich brauche Energie wichtiger. Die Kollisionsabfrage ist auch interessant. Also der Arm hat anscheinend gar keinen Collider. So, da hüpfen wir da mal vorgeschaut. So, dann jetzt kommt dieser. Jetzt vermassel ich es nicht. Jetzt bemühe ich mich. So, da, ich bemühe mich. Und. Na bitte, geht doch. Ah, checky check. Nein. Nein, das geht es nicht. So geht das nicht. Ja, keine Ahnung. Hätte ich da rechts ins Nichts hüpfen müssen vielleicht? Okay. Richtig hartes Zeug, Leute. Richtig hartes Zeug, dieses Mega Man. Ax, Schaden genommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, weg damit.
Ich weiß nicht, der schlittert ein bisschen in den Mega Man. Fällt mir gerade auf. Schaut euch mal an. Ein bisschen rutscht dann, wenn ich links und rechts gehe. Das macht die Steuerung jetzt eigentlich nicht sympathischer. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich den ersten sehr lieber habe. Ah, ich muss auch nur die Energie holen. Hey, lass mich doch durch. Mega Man mit Energiebedarf muss durch. Das spawnt wieder in mir direkt. Aber dafür gibt's was zum Arx. Arx. Ja, echt so fies hier. Aber okay, es spawnt genug Energie wieder nach. Aber ich weiß nicht, das hätte man doch im Level-Design anders lösen können. Dass es ein bisschen fairer ist. Ja, ja, dann wäre es natürlich nicht Mega Man, ich weiß. Und jetzt muss ich da jetzt da rechts runter mich fliegen lassen. Ja, toll. Ins Nichts springen, ohne zu wissen, wo man hinspringt. Oder ob es einfach nur instant der Tod ist. Das ist ganz toll. Not. Yeah. Was ist mit ihm los? Das ist der Nerv, einer. Humpty Dumpty, weg mit dir. Tschüss. Ah, kommt schon wieder so einer. Also, Digga. Ah, drüber hüpfen war aber gute Entscheidung, glaube ich. Ja, das war auch gut gemacht. Bin stolz auf mich. Okay, da kommt gleich wieder der Mist runter. Das ist eher für einer. Aha, weggebrezelt, okay. Weg mit der Dose hier. Da unten gibt es Energie. Komme ich da irgendwie runter? Selbst wenn ich da runterkomme, komme ich da ja nie wieder rauf, oder? Ich glaube, das lasse ich mal und hüpfe da drüber. Ax! Was ist denn das für ein Blödsinn? Weg mit dem. Wie kriege ich den Dreck weg hier? Schnell weg hier. Schnell einfach durchrushen. Keine Ahnung, wie ich die besiege. Das schaut nach. Level-Abschnitt oder Endgegner aus? Schaut fast eher nach Endgegner aus. Ich speichere hier mal. Ich speichere mich hier mal ganz unverfroren ab. Was soll's? Ja, jedes NES geht mindestens 10 Minuten. Da bin ich schon wieder drüber. Bin ich schon wieder über die 10 Minuten drüber. Das geht ratzfatz bei mir. Moment. Der brezelt mich ja hart weg. Ah! Ich habe keine Strategie, ich habe keine Strategie für den. Ah, nein. Einfach mal festgestorben. Okay, nochmal. Einfach draufheizen, das Gehör gibt und immer hüpfen, wenn er schießt. Ich glaube, in der Ecke stehen und versuchen drüber zu hüpfen, über das Zeug. Wow! Ich habe eigentlich hauptsächlich irgendwas gedrückt. Ich habe einfach viel gehüpft und irgendwas gedrückt. Ich gebe es zu, da war nicht viel Plan dabei. Egal. Geschafft. Level Mega Man 2 geschafft. Das ist mehr als viele andere behaupten können, oder? Passwort. Ja, bleib drauf. Select Stage. Machen wir noch eine. Kostet nichts. Machen wir noch mal Woodman. Ja, es ist schon richtig hart, aber nicht unmöglich. Aber ich spiele auf normal. Das muss man auch mal bedenken. Ich spiele auf normal und nicht auf schwer. Ich bin normaler Spieler. Du bist der Schwerspieler. Ah.
Aha, da sind viele Fledermäuse unterwegs hier. Und irgendwie. Ich gehe da mal schnell durch. Scheint irgendwie der einfache Weg zu sein. Ja, Mega Man ist oft das Durchrushen viel easier als irgendwie da mit Strategie rangehen. Wobei Durchrushen ist ja auch eine Strategie, also. Kann ich das Energiepunkte also irgendwie kriegen? Nö. Gibt es wenigstens eine Leiter, da muss ich nicht gleich instant. What? Ich wollte eigentlich immer so hüpfen, damit er mich nicht trifft. Hat nicht ganz so funktioniert, aber weggebrezelt habe ich ihn dennoch. Wenn ich mich ganz nach vorstelle, trifft er mich dann vielleicht nicht? Nein, das kann ich nicht. Ja, das Timing ist hier echt schwer zu machen. Geh weg, Fledermaus! Ich mag dich nicht. Ui, fast keine Energie mehr, muss aufpassen. 4 Striche noch, das ist echt nicht viel hier. So, da, wie geht's weiter da? Nach rechts, du musst. Ah, da bin ich aus der Höhle draußen. Ist das gut oder schlecht? Niemand weiß es. Ein Affe! Robotaffe! Und weggebrezelt. Robotaffe hat gut Energie gedroppt. Komm, Robotaffe! Weggebrezelt. Ein Ei! Was ist denn da? Was zum. Das ist ja. Ich hätte das Energie getroppt, sonst wäre ich jetzt weg gewesen. Ah! Nix. Komm, Roboteraffe! Ah, jetzt ist Ei instant weggekillt. Ah! Dieser Mist mit diesem Rückstoß, wenn man getroffen wird. Ach! Game over! Game over! Ja, das war Mega Man 2 am NES. Schon ein cooles Spiel. Schon ein cooles Spiel. Sollte man mal gespielt haben. Macht Spaß. Aber es ist schon richtig hart. Ist schon richtig hart, das Game. Gibt's nichts. Ist richtig hart. Was kann ich noch sagen? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal spielen wir Mega Man 3. Und ich hoffe, das dauert nicht allzu lang. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch da. Liken, abonnieren, durchschütteln, alles. Ciao, ciao, bis bald.